Moin und willkommen zur neuen Folge von Let's Play Forza Horizon 5. Jetzt müssen wir gucken, wo haben wir Dings? Haben wir hinten irgendwas? Ich würde sagen, wir reisen mal schnell. Wir sollten mal aufhören, schnell Reisen zu machen. Da ist ein Fahrzeug, was wir noch nicht haben. Der Ford Puma, auch wenn ich das Auto nicht wirklich mag, aber. Aha. Also das Ding hatten wir, glaube ich, hier auf dem Hof war nichts. Nee, auf dem Hof ist, wie gesagt, nichts. Hinten noch was. Ich weiß nicht, ob wir hinten noch mal irgendwas am Teich haben oder am See. Wir würden sich nichts. Ist wieder nichts. Ne, würde ich mal sagen, fahren wir hier leicht irgendwo Seitenstraße rein. Den nicht auf der Karte verzeichnet oder nicht in der verzeichnet Seitenstraße. Ich muss auch safe irgendwas sein. Das wird nicht das.
Hinten könnte irgendwas sein. Wir können ja mal in die Hallen gucken. Aha. Hier da oben haben wir eine. Entweder kommen wir von hier daran oder von der anderen Seite sonst. Okay, sollten wir von oben ranfahren. Wo haben wir noch irgendwas? Hier oben sieht es aus, könnte noch was sein. Hier und da vielleicht. Und da oben vielleicht in der Heim und dort. Oder das Ding könnte noch was sein. Ups, das war nicht geplant. Kurz. Ups. Hier ist wieder nichts. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal 13 Stück. Und halt bei den Pinatas haben wir.
haben wir hinten das schon mal. Da hinten ist nichts. Da kommt, hier hinten können wir nochmal gucken, oder? Wir müssen halt hier nochmal unten lang fahren. Weil hier in dem Bereich ist ja nichts mehr. Da in der Ecke ist noch ein Gebäude, was wir nochmal abklappern könnten. Weil der Bereich hier hinten ist ja alles. Hier dürfte aber nichts stehen eigentlich. Wieso wenden? Wir können aber hier lang. Ach nee. Du hast dein Ziel erreicht. Wir sind belehrter zumindest. Okay, ich werde aber nicht zu sein. Kommen wir mit dem Auto die Treppen hoch? Aha! Vielleicht einfach können wir den Balkon machen. Bitte. Ich schaue hier oben ist nichts. Jetzt müsste eigentlich alles sein mittlerweile. Also wir könnten einfach nur mal gucken, dass wir hier bleiben lang fahren. Einfach einmal hier rumfahren. Ups.
Da oben ist ja noch irgendwas. Selbst da den Berg hoch kommen wir nicht. War nicht so leicht. Neununddreißig Stück haben wir mittlerweile. Hinten ist das Flussbett. Ach, Alter. Was jetzt wird auf der Karte angezeigt werden. Ups. Hier geht's aber irgendwo lang. Da hinten dürfte ja nichts mehr sein. Ach komm, ich geh mal jetzt. Da hinten, da müssen wir gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Aha! Können wir uns da jetzt im Schild porten? Nein. Schade. Ernsthaft? Wir waren zu kompliziert und können einfach hier hochfahren. Alter, nee! Alter. Kein Grip hier. Alter, warum? Das ist eine Ebene weiter oben. Das gibt's doch nicht!
Ja, komm on, Alter. Also 50% haben wir. Alter. In der City müsste aber was sein, weil hier hinten dürfte nichts mehr sein. Außer. Nee. Doch hier hinten könnte irgendwas sein. Wenn die Pinata ist. Aha. Ah, hier war nichts. Aber warte mal. Leute, einfach holen wir da rein. Oder beziehungsweise warten wir da rein. Ich glaube, wir brauchen ein Auto mit mehr PS. Was dafür besser geeignet ist. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal auf. Ups, so. Nicht das tun, Alter. So. Ich habe einen Desert. Der Fluss startet da oben. Das heißt, wir werden uns von hier oben. Kommen wir da zu den Wasserfällen hoch? Da oben müsste nämlich auch was versteckt sein. Da würde ich nämlich direkt einfach da hin. Da würde ich nämlich den Wasserfall runterjumpen. Toll, danke, das klappt aber nicht.
Ja, hier. Ach, Alter, ist das so. Als ob sie nicht mehr gönnen, da hochzukommen. Jetzt könnte ich so einen schönen Wasserfall dahin bauen und dann sagen, dass wir nicht hin dürfen. Alter, okay, das war gut. Das war gut versteckt, ey. Ui. Dann fahre ich einmal den gesamten Fluss ab. Alter. Das wird sie eher sagen, wenn wir am Boot fahren, ey. Aha. So. Wenn wir irgendwo ein paar Häuser am Rand des Flusses sehen, dann. Dann wissen wir, dass da irgendwas sein könnte. Wir haben 18 von 30 Stück. Das ist auch mal geil, die Flüsse in abzufahren. Alter, so. Das könnte ein bisschen breiter sein und größer sein. Ah, das ist trotzdem schon saugeil. Wobei, wenn wir schon mal hier sind. Wo ist das?
Ich umrück mir nicht einmal die CD. Ja. Na, schade. Jetzt will es nichts mehr. Wir drüben im Garten können wir gucken, aber ich glaube, wir haben echt nur eins. Gut, dann fahren wir jetzt wieder weiter durch den Fluss. Ist das ein Boot oder ist das eine Tafel? Hier ist ein Boot. Ich wieder nichts. Aha. Sicher war sonst gar nichts mehr. Ja, das Ding führt auch nur bis zum großen See da hinten. Das war schon geil, wie die ganze Zeit den Fluss abzufahren. Jetzt irgendwo versteckt doch was. Da hinten haben wir schon da unten. Noch da vorne am Eingang könnten wir mal gucken. Da ist der Fluss in den Röhren. Nee, hier ist es nichts. Warte, da ist nichts. Da sagt der Bagger. Nichts aus der Hütte. Okay, die Hütte hätten wir jetzt schon gesehen, wie in der Straße. Ja, dann fahren wir jetzt weiter.
Das ist ein Berggipfel, könnten wir nochmal gucken. Hier müsste irgendwas sein. Das sieht mir sehr stark nach was aus, das wäre hier was. Hä? Ich will jetzt ein anderes Auto haben für ein höheres. Kommen wir dann mit einem Dixie rein? Haben wir einen Bus? Ein SUV würde auch gehen. Aber da können wir fortgehen. Nein, 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 nein. Hey. Zum Hersteller springen, fort. Dann nehmen wir mal den Ford. Ach komm, den hier. Deswegen ist jemand zu klein. Das ist nicht okay. Da kommt die Haltegeschütze. So, okay, dann. Aufspringen, also jetzt springen zu Mercedes-Benz. Mit dem müssen wir da reinkommen. Oder dann mit dem müssen wir da rankommen. Hat das irgendwas gebracht? Ich denke nicht. Egal, fahren wir den Fluss gleich weiter. Wieder mit unserem Extreme E. Aber der hätte irgendwas damit. Wir haben nur eine Piñata gehabt, aber der hat auch nicht mehr gehabt. Naja. Was sonst hinten an dem Fluss ist ja nichts mehr. Was ist unter der Brücke? Das hätten wir auch schon gehabt. Da können wir mal gucken, ob ich noch was da war. Gut, da haben wir den Fluss gemacht. Wir könnten nur noch mal in die Richtung fahren da. Weil sonst hier hinten ist ja nichts mehr. Die Wüste, wir können aber die gesamte Wüste gucken. Da wird irgendwo noch was sein. Hier in dem Bereich muss auch irgendwo in den Feldern muss was sein. Hab ich schon. Ist nichts. Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß. Das ist die letzte Aufgabe, die wir haben. Am Fluss ist nichts. Da ist nichts. Dort war tatsächlich auch nichts. Ah,
Okay. Da habe ich einen übersehen. Ah, hier oben haben wir noch die Dings, da können wir die nochmal schnell abklappern. Da haben wir auch noch ein paar von diesen Boxen. Falls die da sind. Weil standen links in. Das sind alle. Ah, hier sind welche. Na gut, wie heißt, wir hätten nur noch. Wir könnten nur noch den Weg hier hinten einmal unter der Brücke lang, aber den haben wir schon. Hier geht es eh wieder aus der Map raus, da waren wir. Da oben waren wir auch schon, da ist aber auch nichts. Hier kommen wir wieder aus der Map raus. Map, 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 Map. Hier dürfte gar nichts sein. Das dürfte auch alles Rand, Maprand sein. Hier war nichts, das heißt, wir könnten jetzt. Hier war auch nichts in dem Bereich, leider. Das heißt, wir könnten nur vielleicht versuchen, hier über die Dünen zu donnern. Von hier einmal quer über die Dünen, um das vielleicht noch was zu erkennen. Dann sagen wir dann bis darüber fahren hier. Was? Wird einfach gar nicht. Wobei, wenn hier nichts ist, heißt nicht, dass da hinten nichts ist. Sagt ihr, dass er noch was ist? Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß. Das dürfte auch nicht sein. Was hätten wir vielleicht nachgucken?
Hier müsste auch noch was sein. So bin ich das. Ach, come on. Genau, ganz beginnt aber deutlich weiter hinten in der Wüste. Hier sind auch wieder Häuser, aber jetzt auch wieder nichts. Das soll irgendwas sein, ey. Hier sind nämlich Piñatas zumindest. Also es regnet in der Wüste. Wird das sein? Wie viele von den Piñatas sind denn bitte hier? Das ist da hinten beim Fitness, also. Ja. Ich würde sagen, der Wüste ist nichts mehr. Das heißt, wir sollten mal hier bei den Feldern gucken. Basically können wir hier mal vom Stausee gucken. Oder wir könnten gucken, ob wir nicht sogar auf die Insel kommst du niemals, glaube ich. Und da hinten kann ich mal. Aber hier ist doch so viel Areal. Da muss was sein. Hier hin. Ich glaube, bei den Gebäuden dürfte auch nichts sein. Wenn wir von hinten von den Gebäuden da mal gucken, dass wir da dann Richtung Stausee fahren. Das wäre nur so eine Einfahrt.
Hier ist nichts. Hier hinten ist nichts. Nur nichts. Das ist aber auch wieder nichts. Also steht hier hinten irgendwas. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nein, hier ist nichts. Das ist schon ein paar von den Kisten noch. In 100 Metern rechts abbiegen. Würde passieren, wenn ich da reinfahre? Okay. Das heißt, wir können uns so am Rand lang bewegen. So, relativ schmal am Rand. Das hat nicht denn außerhalb des Spielgebiets. Fahr nicht durch den Wasser. Das Spiel sagt nein. Komm auf den Hügel der Wesens hoch. Der Spiel jetzt immer ein Bait, wir können da und da und da lang. Nein, weil wir hinten dann in die Wüstengegend runterfallen. Ah. Das heißt, auf diese Insel kommen wir auch nicht. Das heißt, wir können maximal von hier den Fluss, flussabwärts fahren. Und sonst mal die ganzen Höfe und die kleinen Straßen halt an den Feldern mal abchecken. Weil wir brauchen nur noch 8 oder 9 Stück. Ach. Das ist nicht okay. Hinten ist auch nichts mehr, okay. Da können wir die Pinatas nochmal mitnehmen, die wir da haben. Wenn ich an dir vorbeifahren. Jetzt aber gucken, wie viel von dem wir überhaupt brauchen. Haben wir mittlerweile.
Warte mal, auf der anderen Seite ist eigentlich eine. Da muss ja immer noch eine sein. Ja, sag ich doch. Da ist noch eine. Neunundsechzig, 70. Da hinten scheint aber aktuell nichts zu sein, außer wir können halt nur gucken, dass wir da noch was haben. Das in den Feldern schätze ich mal, dass da noch einige sein dürften. Bei hinten dürfte eigentlich nichts sein. Wer ist der Fluss wieder? Cool, das heißt, jetzt können wir nur systematisch die Felder abfahren. Straße für Straße und Hof für Hof. Wir wollen auch gebeten, durch zu einmal. Wo ist überhaupt der erste Hof? Ja, dann müssen wir gucken, wo ist die erste Straße dafür parallel. Hier. Wie der Hof hat, scheinbar. Also auf der anderen Seite dürfte aber auch nicht sein. Ich schätze, er dürfte auf den Höfen sein. Ja. Wissen wir nicht. Nur dem Weg folgen, weil hier ist wieder nichts. Bis zum noch die Gebäude abchecken können. Okay, ich stehe auch teilweise mitten random an den Straßen. Aber die Straßen haben wir alle. Das heißt, wir können das Ding haben. Das heißt, wir können die beiden hier abchecken. Okay, hier ist nichts. Hier hinten wird nur gebaut. Ich glaube nicht, dass in der Baustelle was ist.
können wir auch nicht rein. Kommen wir in die Baustelle rein? Nee, also schon mal. Was gibt's denn nicht? Dann haben wir da noch mal einen Hof. Was haben wir denn noch eine Freifläche? Jetzt wieder nicht. Na gut, dann gehen wir zu der Hütte da. Die ist ungefähr in die Richtung, ja. Wir stecken die Licht in die Richtung korrigieren. Das gibt's doch nicht, dass die hier nicht haben. Hä? Vielen Dank auf die ganzen Solarkollektoren, was auch darstellen soll. Danke, wir sollten mal hin. Hä? Das muss ich wirklich mal die restlichen einfach mit der Tutorial, also irgendwie die Karte ansehen, wo alle sind. Da sind Solarkollektoren. Können wir rüberfahren? Wir können durchfahren. Ha! Also. Eine Kiste fehlt noch. Okay, das ist nice, das ist echt nice. Ich glaube, die Folge geht auch wieder gefühlt gerade eine Ewigkeit, aber egal. Fast alle?
Also ich würde mal gucken, dass wir halt komplett bis zum Ding gehen. Gut, bis da hinten zu der Kante und von da aus dann den Fluss abfahren, den See abfahren. Ob wir da noch was am See finden. Nee, da ist nichts, weil hier ist keiner. Da war keine Markierung auf der Karte. Hier ist nichts. Das finde ich scheiße. Ah, wir können da drin fahren. Schade. Aber wo könnten wir noch was haben? Ja, die komplette Küste des Sees, die man so normal befahren kann, haben wir abgefahren. Wir haben den Weg da hinten. Wir haben eigentlich viele der Wege. Wir haben den Weg hier noch nicht abgefahren, wo vielleicht noch was sein könnte. Und wir haben diese Wege da unten noch nicht abgefahren. Genauso wie diese Wege hier. Hier hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir könnten einfach bis dahin teleportieren und können dann über den Weg fahren. Bis bei der Straße und von da aus dann weiter. Weil hier ist nichts. Hier wo der Alternativweg gewesen wäre, ist nichts. Wobei, der sagt uns, wir können da doch geradeaus auf die Straße durchfahren, dann würde ich den jetzt noch machen. Aha. Das heißt, es würde jetzt nur Sinn machen, die Wege hier abzufahren, alle. Den Weg. Dieses Gebäude anzugucken. Dann hätten wir nämlich alles. In dem Bereich. Da müssen wir noch gucken, ob wir hier nochmal ein paar kleine Ecken angucken. Oder du musst halt echt mal gucken, querfeld ein auf den Berg. Dass wir auf jeden Gipfel, den wir kommen, vielleicht auf dem Gipfel da irgendwas ist. Weil hier hinten habe ich das Gefühl, dass da irgendwas ist. Weil hier muss doch irgendwas sein. Hier ist nichts. Aber da waren wir in der Bar ja nichts. Genauso wie da. Außer hier oben in den, auf den Ebenen ist doch irgendwas.
Aber Kana, würde ich immer sagen, danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr den Wert habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Passt nicht, wir bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.